Ja, ich glaube, wenn wir die kompletten 90 Minuten zugrunde legen, haben wir auch in dem Ergebnis in der Höhe verdient gewonnen. Wir wollten von Anfang an einfach gewisse Dinge ja, besser machen als in den letzten Wochen, gerade in der zweiten Halbzeit. Und ja, das ist uns natürlich super gelungen. Wir waren klar von Beginn an die bessere Mannschaft. Wir haben den Kampf angenommen, das Derby angenommen, haben uns einiges vorgenommen heute, wollten mit einem Sieg in die Winterpause. Ja, und ich denke, das haben wir überragend gemacht, von vorne bis hinten und die 90 Minuten auf jeden Fall. Zum einen, dass wir ja, jeden Zweikampf angenommen haben und nicht nur angenommen haben, sondern auch gewinnen wollten. Und genauso muss man halt eben auch so ein Derby angehen. Wir wussten genau, dass Homburg aufgrund der Situation unter der Woche halt angeschlagen ist. Und die Situation wollten wir ganz klar ausnutzen und für uns auch in den positiven Bereich ziehen. Ja, der Schlüssel war natürlich, dass wir kompakt als Mannschaft verteidigt haben, kaum Chancen zugelassen haben und ja, in den richtigen Momenten die Tore geschossen haben. Vor allem das 1-0 war so der Dosenöffner. Und ja, von dort an lief es einfach. Und ich denke, Homburg hatte bis auf ein, zwei Situationen eine Torchance, würde ich sagen. Aber mehr hatten die nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.